Ahoi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Robocop Rogue City. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir haben jetzt zwei Beweise gefunden, um den guten Mann hier hops zu nehmen. Und das werden wir jetzt tun. Genehmigung erteilt. Open the door. I have the warrant. Upsy, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. Schlechte Idee. That will not be a problem. Ja. Dann wollen wir mal schauen, was der gute Mann hier zu bieten hat. It's RoboCop! Surrender your weapons. No chance! Light him up! Ja, nehmen wir eins, komm. Also wir wissen jetzt, Gesundheit brauchen wir auf jeden Fall. Ja? Weil mit Gesundheit können wir nämlich ganz gemütlich an jeden Sicherungskasten gehen. Ah, ich bin schon voll. Ah ja. Das wollte ich schon immer mal machen, hier. Gelegen. Nehmen wir mit. Ah, bin schon wieder voll. Noch irgendwas hier? Ich muss gerade gucken, ob ich nichts vergesse hier. Weil es sind so schöne, so viele Beweise hier, ne? Vielleicht versteckt. Da drüben lang Beweis. Sagt den Käufern, sie sollen aufhören, erfundene Namen für Nuke zu verwenden. Schluss mit dem doppelten Käse, Tante N, heißer Soße, Leichensäcken und rotem Scheiß, was auch immer. Das verwirrt meine Leute nur. Und das ist schlecht fürs Geschäft. Die Bullen können den Scheißdreck... Was? Gott sei Dank habe ich keine Monetarisierung. Die Bullen können einen Scheißdreck tun. Also gibt es keinen Grund, den in Codes zu labern. Die Junkies kaufen entweder Nuke oder gar nichts. Ah ja, okay. Aha, da ist noch ein bisschen Nuke hier. Duke Nukem. The Duke Nukem. Nicht. Hier ist noch Duke. Geldbörse gefunden. Sehen aus wie Gummis, aber sind sie nicht. Gut. Sehr schön, sehr gut. Was haben wir hier? Da sind Stühle, die man greifen kann. So, kann man hier nachfüllen. Das ist schon voll. Hier kann man aufnehmen. Haben wir 68. Ah, ne. Ich habe schon gedacht, man kann hier. Das ist... Was haben die da? Schiffe versenken haben die da gespielt. Schiffe versenken. Noch irgendwas, was wir hier übersehen haben? Außer Body Parts. Ne, sieht so weit aus, als hätten wir alles hier, ne? Hoffe ich doch mal. So, dann. Herzlich willkommen.
Open the door, or you will regret it. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case... Shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! Hinweis, es gibt einen Verräter in euren Reihen. One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you! Me? It's you! I always suspected you never went through initiation. Take that back! Or what? Tim. Shit! You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Siehst du, geht auch ohne. Muss gar nichts machen. Tell me, where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? Für kürzeste Haftstrafe. Ich würde dafür sorgen, dass sie sich fügen. Ist für sie alles eine Transaktion? Does everything you do have to come with a benefit? I'm a businessman. That's the only language I speak. How about the value of your life? Who would care more to save it, police or Soot? Let's say I'm convinced. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. Mm-hmm. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Anyway, that's all I know. That will have to suffice for now. Okay. Klick, klick. Da haben wir Nuke, sammeln wir ein. Was haben wir hier noch? Hier ist ein bisschen Leben. Was haben wir hier noch? Ein Toten, der haben sich gegenseitig abgeschossen. Na, guck mal hier. Kann ich da drauf schießen? Ah, ne, kann ich nicht schießen. Hätte wahrscheinlich irgendwas gegeben, wenn ich drauf geschossen hätte. Dick Dungeon Level. Rechnung für den Einbau. Mhm. 62 Euro Schreibtischkopf. 2340 Euro gepanzertes Tor. Aha. Und 85 Einbau. Mhm. Hat nicht viel geholfen. Muss ich wirklich sagen. Auch den können wir nicht öffnen. Technik Level 6. Aber so weit sind wir noch nicht. 17 Meter. Okay. Dann geht's zurück. Stay here. Dispatch. Requesting a squad car. Die ist voll. Es hört sich immer so an, als wird, weißt du? Als wird immer das Gas austreten hier. Na dann. Hinaus in die Freiheit. Frische Luft. So, ausfindig machen. Jetzt mal kurz gucken auf der Karte. Ah, hier ist das Geisterhaus. Ah, Gangversteck, warte mal. Hier ist ein Gangversteck. Wir gehen als erstes ins Gangversteck. Definitiv hier. Bin ich jetzt richtig? Sag mal her. Ne, hier geht's runter. Hallo, die Dame. Hm.
Wir können mal gucken, ob ich den Auftrag hier diene und schütze. 3 von 6. Mhm. Das ist halt nicht viel, ne? 3 von 6 ist halt schon schlecht. Kurz mal schauen, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Hier hinten muss ich hin. Habe ich das Gangversteck damals übersehen? Oder gab es das noch nicht? Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich kann dir nicht helfen. Kann ich dir helfen? Nein, aber die Katze, guck mal, Katze. Katze. Mal kurz gucken. Mhm, da hinten muss ich lang. Something is coming. I can feel it. Da muss ich raus. Something is coming, ja, ich hör's. Ich bekomm's mit. Ah, hier, guck mal. Öffnen. Nuke. Haben wir's erwischt? Jawohl, wir haben's erwischt. So, jetzt müssen wir nur noch auf die ganz andere Seite. Ja, hier oben hin. Okay, gut. Wir haben ihn aktiviert, dann geht's da in die Richtung. Halt, oh, was ist hier noch? Hier, guck mal. Ah. Dass sie immer noch da stehen, ja. Haben keinen Darsteller mehr. Es ist dunkel. Aber gut. Jeder das, was er verdient. Ein Freund von mir würde jetzt sagen, Mensch, Schnellreise, drück Schnellreise. Hier gibt's... Coming up, is your air freshener secretly killing you? Find out at 11. Open, mir sieht zu aus. Hier gibt's leider keine Schnellreise. Sieht die nur so aus, oder? Oder die da drüben? Nein, wieder noch. Da waren wir schon bei denen hier. Ach, hier waren wir überall schon. Nur da hinten war ich noch nicht. Weil es noch nicht als Versteck gekennzeichnet war. Hallöchen, die Herren. Gibt's was zu erzählen? No short-term investments. Not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. Robocop bleibt but, an einem kleinen Tisch hängen. Das sieht aber nicht so aus, als würde irgendwas rumliegen, außer die Gestalten der Nacht, die verlassenen Gestalten. So, was haben wir hier noch? Irgendwas, was wir noch hier haben? Lass mich kurz mal gucken. Ne, sieht nicht so aus, ne? Ne, ne, komm. Ich denke, das ist okay. Da müssen wir rein. Haben wir hier noch irgendwas? Kurz mal hier rüber gucken. Ne, sieht nicht. Da, oh, oh, was war das hier? Hier? Ah! Trinken in der Öffentlichkeit. Na komm, ich lass dich laufen. Public drinking is against the law. Public? But this is my private sofa. I've dragged it all the way from the junkyard. Nein. Komm. I will let you go this time, but remember that drinking in an unsuitable environment can lead to severe consequences. Well, that's the whole point. Gut, immerhin. Oh, 3, guck mal, Erfahrung. Ach, ich bin Level 3. Warte mal. Ich bin Level 3, habe ich jetzt schon? 3 Punkte kann ich hier? 3 Erfahrungspunkte. Den hätte ich gern hier. Ah, da können wir zurücklaufen, meine Freunde. Gesundheit, könnte ich jetzt 2 reinpacken. Technik 2. Oh, guck mal. Halt, nein. Sehr schön, haben wir gemacht. Was?
Sehr schön. Perfekt. Haben wir gemacht. Möchte ich speichern. Jetzt wäre es natürlich schick, wenn wir, jetzt weiß ich übrigens, was das oben rechts ist. Skillpunkte. Ach, guck mal, hier ist nochmal eine Kiste. Ah. Na, guck mal hier, wo? Nimm mal mit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir können jetzt hier reinlaufen, das hier fertig machen, oder wir gehen jetzt mal hier nochmal zurück hier und gucken mal, wo war das andere? Hier oben war das, die Werkstatt. Weil in der Werkstatt gab es was. Ich möchte gerne in die Werkstatt gucken. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aber ich möchte definitiv in die Werkstatt. Ich möchte mehr erfahren. Do you like to know more? Klick, 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 klick. Oh, guck mal hier. Okay. Ah, not now, they are listening. Lass mich kurz mal schauen, wo weit sind wir? Bin zu... Ah, da kannst du... Ah, kannst du runterspringen, okay. So, ich möchte mit euch kurz in die Werkstatt, weil da gab es so viele Sachen, die wir nicht machen konnten. Und die möchte ich jetzt aber machen. Hätte ich... Guck mal, nächstes Mal, wenn wir zurücklaufen, laufen wir einfach da raus. Da dürfte jetzt alles hier... Och nee, echt jetzt? Sag nicht, dass es hier zu ist. Nee, kann ich aufmachen. Sollte ja keiner mehr drin sein, denke ich. Das sollte schon erledigt sein, oder? Naja, das hätte mich jetzt gewundert, wenn das nicht so wäre. Aber wir haben da oben was gefunden, wo ich hin will. Und jetzt einfach mit euch schauen, weil wir haben jetzt die Möglichkeiten... Da unten war auch noch was... Aber die Möglichkeiten, nach was zu gucken hier. Und das will ich hier wissen, was das hier ist. Ah. Scannergebnis. Hohle Lautregistrierter in der Welt gibt es eine versteckte... Aha, guck mal an. Ja. Aha, guck mal hier. Aha, guck mal. Das macht sich richtig bezahlt, ohne Blödsinn. Das finde ich richtig cool. Ja, wir gehen erst hier runter. Gucken wir in die andere Tür rein. War da noch was? Ne, hier war, glaube ich, nichts, ne? Ne, hier war nichts. Da oben war noch, glaube ich, was. Tresor, Technik 6 ist auch cool, ja. Ah, hier war nur der Schrank, den ich nicht aufmachen kann. Gesundheit, das kann man nicht, weil wir brauchen Gesundheit Level 2. Okay, da waren wir durch. Ist okay. Gut, okay. Na, immerhin. Ja. Dann war noch bei der anderen... Wo müssen, da müssen wir raus. Bei der anderen Werkstatt gab es noch was. Da können wir auch mal gucken. Aber ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Aber hey, liegt auf dem Weg. Liegt auf dem Weg. So, ich weiß, dass er drüben raus kann. Ich glaube, der war nämlich da vorne, der andere, oder? Wo war der? Die Werkstatt? Hier war die Werkstatt, hier, ne? Hier ist die Werkstatt, genau. Da ist die Werkstatt. Maries Haus. Hier. Ich muss einen Tick zurück und da lang. Weil der hatte nämlich noch etwas, was mich interessiert. Wo war das? Map, mal kurz gucken. War das nicht hier? Doch, hier war's. Hier. Ich glaube, es hat sich hier alles erledigt, weil das haben wir ja schon gelöst, ja. Ja, das haben wir schon gelöst, okay. Gut, wenn es gelöst hast, hat es sich erledigt. Jetzt machen wir den da drüben, komm. Dann haben wir das hier auch abgeschlossen und ich gehe davon aus, dass es dann zurückgeht ins Polizeirevier. So. Hallo, meine Freunde. Ich bin da. Oh, shit. It's a metal. Let's give it.
I'm a warm You need welcome. To be taught some manners. Gut, hier gibt's nichts, ne? Ne. Ne, hier gibt's nichts. Eins nehmen. Nicht irgendwie R gestanden oder so? Nee. Geh mir doch nicht auf den Zeiger hier. Ehrlich. Hätte ich Ding werfen können, ne? Hoppala. So, noch irgendwas? Ja, hier wäre jetzt praktisch sehr sinnvoll. Der hat mich jetzt richtig Ding gekostet, ne? Richtig Leben. Oh shit, it's Robo. Oh shit, it's Robocop. Den Kopf hat er nicht mehr sagen können. Aber ich danke dir erstmal hier. Ah, das ist schon ein interessantes Sturmgewehr, ne? Was macht denn das an Damage? Kann man das sehen? Probieren wir es einfach, komm. Ich dachte, so viel Leben habe ich nicht mehr. Ja, das Problem ist halt, von denen gibt es halt nicht viel Munition, ja. Das ist halt das Blöde. Die sind zwar nett, aber von der Uzi bekomme ich halt mehr Munition, ja. Ja. Ja, von der kriege ich halt viel mehr Munition, ja, als von dem hier. Ah. Just look who it is. Da liegt immer im Nuke rum. Ah ja, hier Nuke. Ich will auch das Newcom hier. Sehr schön. Dann haben wir ein bisschen Medizin übrig. Wieder ein Stuhl. Stuhl, Pistole. Was? Stuhl. Ich muss wahrscheinlich da hoch.
Das sind nur Stühle. Warum die Wand bestrahlt ist, will ich nicht wissen. Kann man ausschießen, sehr schön. Gefälschte ID-Karte. Ja, man Nuke. Das scheint auf der anderen Seite zu sein. Ah ja, okay, zeigt das schon an. Nachladen kann ich nicht mehr, aber hey. Dann. Nachladen kann ich nicht, aber ich kann die wegschmeißen hier. So, zum Meer. Wo ist die Uzi? Gut, Uzi haben wir. Technik Level 6, ja? Technik Level 6, ich komme. Hier, was haben wir da noch? Hier scheint nichts zu sein, ne? Ne. Ne, also hier geht's wahrscheinlich dann runter. Hier ist noch Nuke. Nehmen wir mit. Nuke. Nuke. Schade, Technik Level 6. Ja, bestimmt interessant. Was war das? Hinweisprogramm. Robocop erleidet keinen Sturzschaden. Okay, sehr schön. Leidet keinen Sturzschaden. Das wäre jetzt was zum Aufladen, aber ich habe hier nichts zum Aufladen. Da ist nichts. Okay, fertig. Gut, dann. Hier. Ne. Da komme ich durch wahrscheinlich wieder. So, den Informanten finden. So, das waren die Dinger hier, die ich draufschreibe. Greifen. Was ist hier hinten? Mal gucken. Also da muss ich lang.
Hier liegt noch ein bisschen. Nuke. Ah, schick. Warum macht er das? Weil ich es kann. Hm, okay. So, was ich mich jetzt frage, ist halt, hätte ich durch die Mauer laufen können. So, ich möchte ganz kurz mit euch hoch, gucken, was es oben gibt. Meter. Okay, hier gibt's nichts. Ne, da müssen wir runter. Meine Freunde, ich überziehe wieder ein bisschen, aber ich denke, wir machen das jetzt schnell fertig. Dann wissen wir nämlich, wie es weitergeht. Ja, okay, gut. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich echt geschehen. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. Es ist meine bürgerliche Pflicht zu helfen. Was ist Ihnen Ihre Freiheit wert? What is your freedom worth to you? That's actually a great point. So, it seems that the new guy saw the punks attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Na dann. Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. Eh, and you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. Okay. Na komm, auf. Ich habe das Gefühl, du wirst gleich erschossen. Ohne es zu wissen, aber ich stehe mal vorne dran und dann machen wir die Tür auf. Und doch nicht, okay. Dürfte aber eigentlich gar keiner mehr da sein, ne? Um ihn zu erschießen. Aber hey, man weiß nie, ja, ob da nicht irgendwo ein Sniper kniet. Aber wenn da steht, begleite Pickles nach draußen. So, Pickles, bist du da? Dann. Ah, it's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Oh. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Hm. Woher kennen Sie Briggs? How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Mm-hmm. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Na, siehst du mal. Ist Briggs in Schwierigkeiten? Bestimmt. Do you think Briggs is in trouble?
I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells me to be careful when getting info. Mm. But the truth is, I'm not the one running around Gangster's Paradise dressed in blue. Okay. Aber du könntest dich der Polizei anschließen. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh, no. One thing you should know about me. I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. Na, dann ist es halt. Gut, dann gehen. Need to go. Duty awaits. About that. I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib. And it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? Natürlich. This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. Gut. Wir treffen uns später dort. I have more urgent matters on hand. Meet me later at Briggs' place. Yeah, you gotta save the city. That's fine by me. I'll see you later. Gut. Meine Freunde, wieder überzogen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da und auch wahnsinnig gerne einen Kommentar. Und in der nächsten Folge ist es Zeit für die Buße. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.